Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier unten stehen geblieben, im Untergrund. Doch warum sind hier überall Kartons und Boxen? Und Kisten oder was auch immer. Ein Top-Ether findet man hier hinter. So, es ist ganz linear, wir können hier nur einen ganz bestimmten Weg lang. Hier ist eine Treppe. Aber wer ist denn das da hinten? Da will ich hin. Ich kenne dich und lass mich in unserem Versteck richtig vermöbeln. Boah, da ist ja mal richtig, jemand richtig hackedicht, ey. Den müssen wir erstmal schön das ganze Bier aus dem Magen hauen. Sich vollgetrunken, weil ich ihn voll verprügelt habe irgendwann mal. Und ich kann mich mal daran erinnern, weil das so uninteressant war mit deinem schlechten Slimer. Und was hast du noch gehabt? Smogmog. Smogmog ist natürlich ein starkes Pokémon. Aber wenn es Finale ansetzt, bin ich tot. What did I just say? So ist das also. Das war grandios. Ich werde dich nicht vergessen. Ach Gott, Junge. Trink nicht so viel. So. Ich glaube, der bei dir war sogar jetzt gerade unnötig. Aber ich glaube, wir sind fertig. Nein, war nicht unnötig. Wie bist du so weit gekommen? Ich denke, es gibt keine andere Lösung, um dich loszuwerden. Er will mich besiegen. Nein. Wird er es schaffen? Leute, was denkt ihr? Wird er es schaffen? Smogon! Was mache ich gegen Smogon, Leute? Oh mein Gott, was mache ich nur? Oh nein, es macht so viel Damage, Leute. Schlammbart. Schaut, ich bin tot. Fast. Schmeiß ihn ab mit einem Spukball. Und er stirbt. Ach komm. Und noch ein Smogon. Vielleicht irgendwas Interessantes? Das wäre ja viel zu cool. Volltreffer. Und Stats sinken. Leider könnte ich jetzt sterben, wenn er crittet. Tut aber nicht. Aber die Vergiftung! YOLO! YOLO, einfach drauf. Ich habe sowieso gewonnen. Die Vergiftung ist egal. Wuhu! Level 33! Nice! Er wurde mich los! Tja, sieht wohl so aus. Oh, stimmt. Wenn man sich hier bewegt, dann. Dann ist das halt so. Ich habe jetzt da keine Lust. Ich glaube, wir sind fertig. Dann bleib einfach mal da. Ist egal. So, aber wer bist du denn? Der Intendant! Wie? Was? Du willst mich retten? Danke! Der Radioturm! Was geschieht dort? Von Team Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner! Damit kannst du den Rollladen im S2 öffnen! Ich flehe dich an, uns zu helfen! Niemand weiß, was sie vorhaben, wenn sie erst Kontrolle über den Transmitter erlangen! Sie könnten sogar mit einem Spezialsignal alle Pokémon kontrollieren. Bitte hilf mir, du bist meine letzte Rettung. Bitte rette den Radioturm, 10-jähriger Junge, der mich gerade aus der Verbrecherbande gerettet hat. Und alle Pokémon in diesem Land. Ah, okay, übertreibt man nicht. TM 35. Es ist... Trash. La 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 la, es ist Trash. Oh, da stirbt jetzt jemand wegen Vergiftung. Du bist jetzt auf einmal happy. Mel ist tot. RIP. Ein Münzamulett. Das ist ein sehr gutes Item für Coins farmen. Auch ein Item, was ich sehr gerne. War das das hier? Oder ist das. Das ist hier, oder? Ja, wahrscheinlich. Ist auch ein Item, was sehr gut zu Melly passt. Deshalb gebe ich es ihr einfach mal. Ich meine, sie hat eine Münze auf dem Kopf. Auf der Stirn.
So, warum ist die Melodie denn so glücklich? Wo sind wir hier? Hey Kleiner, du hältst uns auf. Wir arbeiten stets im Hintergrund, damit uns niemand sieht. Wasser! Sind wir denn hier? Wo arbeitet ihr denn hier? Ich verliere die Lust am Arbeiten, wenn mir jemand zusieht. Hey Kleiner, zisch ab. Sorry? Können wir lang? Hm? Leute, wir sind hier unter dem Einkaufszentrum von Dukatia City. Oha, oha! Das Zeug am Boden ist Plunder! Nimm es dir, wenn du möchtest! Das Zeug am Boden ist Plunder? Ist hier irgendwie unsichtbare Items oder was meint er? Zeug hier ist Plunder? Wahrscheinlich meint er unsichtbare Items, aber ich bin schlecht in unsichtbare Items suchen. Hey, Moment, wie komme ich denn da hoch? Ey, Bro, da will ich hin. Wie kann ich das nicht wegschieben? Ey, mach Hollow. Mashok, sorry. Mashok, hilf mir mal irgendwie. Kann ich anderweitig irgendwie... irgendwie kommen wir da dran. Ich weiß aber nicht wie. Hab's vergessen. Wir werden es bestimmt noch herausfinden. So, aber erstmal wird eingekauft. Wenn das Spiel mir erstmal einen halben E-Rap geben muss. So. Ich habe euch ja gesagt, mir fehlen die Bälle und das Trinken für die Pokies. Ja, hol mal ein paar Superbälle. Wie viele kosten die? Ja. Brauchen auf jeden Fall welche. Aber wahrscheinlich brauchen wir eher Überbälle. Ich muss vielleicht sparen. Hm. Beleber auf jeden Fall. Gib her, du. Ganz, ganz viel. Hyperheiler sind auch nicht schlecht. So, und der Rest bitte. Oh, der hat keine Heiltränke. Wer hat die denn dann? Eins oben? Hier? Hast du die Tränke? Nein, du bist komplett falsch. Gucken wir mal auf die Liste. Aha, Kampfkollektion. Achso, das sagt nur jeweilig, wo wir gerade sind. Das ist... Arznei! Das ist doch bestimmt... Dann nicht. Dann bist du vielleicht... Ne, das ist Lotto hier, oder? Ne, TMs. Aha. Ich komme gerade nicht zurecht. Was ist hier? Gönn dir eine kleine Pause. Dachterrasse. Wir gönnen uns einfach mal ein paar Tränke am Automaten. Warum nicht? Ich finde sowieso gerade nichts Besseres. Ding Dong. Okay, wie viel machen wir mal Limonade? Ich muss kurz gucken. Wo ist denn das? Da. 80 KP, 60 KP, 50. Aha. Ich muss überlegen, ob sich das lohnt. Ich guck mal einfach alles ein bisschen. So, zack, dann auch nochmal. Okay. Haben die hier wirklich keine Tränke? Das ist traurig. Dann müssen wir wohl auf den nächsten, auf die nächste Stadt warten, wenn wir da Tränke kaufen können. Aber dann ist das wohl so. Trainermarkt. Aber Trainermarkt? Kannst du denn vielleicht? Ah, ja. Hätte ich mal mit der anderen Person geredet hier, ne? Super. Egal, ich habe noch ein bisschen Geld. Komm. Zack. Am besten nochmal 10. Und die auch jetzt nicht mehr ausgehen bis zur nächsten Stadt. Denn eine Stadt gibt es noch, die wir nicht erkundet haben. Zwar die Stadt mit, dem 8. Orden. So, aber bevor wir das weiter können. Chibokyo ist immer noch hier. Wie ihr sehen könnt. Ist immer noch da. Und da müssen wir erstmal was gegen tun. So. Schnell geheilt. Und damit gehen wir erstmal schnell zurück zum Radioturm. So, denn jetzt mit dem Türöffner können wir weiter. Zwar nicht hier, aber jetzt weiter oben. Hier. Hier nach rechts. Das ist jetzt möglich. Yeah. Dies ist der Schlitz für den Türöffner. Mike benutzt den Türöffner. Warum hat sich der Rollladen geöffnet?
Hast du etwas, hast du etwas damit zu tun? Vielleicht. Willst du es vielleicht herausfinden? Radikal. Okay. Schon wieder Beiß-Contest. Zack, Norm, Norm, Norm. Noch was? Smogon. Okay, also nein, nichts. Außer ersetzt. Wieder allein. Oh yes, ich lebe noch. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Aha, nice. Ich bin erledigt. Oh ja. Was? Du bist an unseren Männern im Untergrund vorbeigekommen? Wie hast du das fertig gebracht? Ich habe ein paar Attacken gespammt und das war's. Das war ziemlich easy, actually. Actually. So, wir müssen aber den Supertrank am besten nach ganz oben tun. So, perfekt. Muss ich immer nach unten scrollen. So, nochmal, zack, perfekt. Okay, da unten ist nichts, okay. Dann gehen wir nach oben. Mhm, ah. Das Studio 2. Stopp! Ich bin als Team Rocket Festung bekannt. Keinen Schritt weiter. Aha, du bist also die Festung hier. Dann wollen wir dich doch mal kaputt schießen mit unseren Kanonen. Vorstand. Goldbart. Krasse Festung. Oh, ja, vom Level her krasse Festung, actually. Ich muss sagen, ich bin impressed vom Level. Aber du kannst trotzdem nichts. War das nicht bis sogar sehr fiktiv? Ich hab's vergessen. Ich hab's nicht gehört. Nee, ist normal, okay. Ja, das war's. Krasse Festung. Die Festung wurde gestürmt. Mhm. Du hast dir meinen Respekt verdient. Hier ist ein Tipp für dich. Es ist noch nicht zu spät. Noch kannst du umkehren. Warum soll ich umkehren? Warum? Sind Pokémon nicht wirklich niedlich? Ich denke, meine Pokémon sind niedlich, nachdem sie deine besiegt haben. Ja. Das wird dann wohl heißen, dass deine Pokémon niemals niedlich werden, sein können. Denn kannst du mich nicht besiegen. Oh, Rettern! Rettern können wir endlich mal sehen. Haben ein bisschen gedauert. Hi, Rettern. Und bei Rettern. Ach komm. Mirapla. Ja. Nur Pflanze, glaube ich. Nee, Gift auch. Gift auch. Es müsste auch Gift sein. Ja, ist tot. Level 34. Yay. Alright. Als nächstes, Rettern. Ja, ich habe mich zwar einmal über Rettern gefreut, aber das heißt nicht, dass ich jetzt nochmal kommen muss. Oh, Wickel ist so nervig. Komm, besieg's einfach. Bye, bye. Und du, Flor. Kein Bock auf das Gejammer hier von du, Flor. Bye, bye. Are dead. Not big surprise. Okay. Und ich glaube, damit haben wir alle besiegt. Oh nein, sie sind absolut unnütz. Ich liebe mein hübsches Äußeres. Wer schert sich im Pokémon? Ja, okay. Hallo. Marty! Warum? Warum muss ich das über mich ergehen lassen? Marty, hilf mir! Ich glaube, man hat ja keine Lust. Oh, kann ich sehen, was als nächstes kommt in der Show? Cool. Kann ich in der nächsten Show dabei sein? Ich meine, ich bin ein sehr guter Pokémon-Trainer. Es gibt keinen Grund, mich nicht in der nächsten Show zu haben. Aber von daher. Zieht mal in Betracht. Hier meine Karte. Wir sehen uns, Baby. So, ab nach oben. Du, du, du. Mhm. Studio 1. Hier ist wohl das Ende. Ja, okay, zweimal.
Kleiner, kennst du mich noch aus dem Versteck in Mahagonia City? Nö, wir sehen alle gleich aus. Damals habe ich verloren, aber diesmal wird mir das nicht passieren. Diesmal wird es nicht passieren. Ach, du bist das. Doch, dich kenne ich. Oh, Arbok, oh, hi. Oh, yeah, endlich mal eine Challenge hier. Hat lange genug gedauert. Ja, Giftblick, glaube ich, wird dir nicht viel helfen. Nom. Ja, perfekt. Geile Kombi. Und... ah, Mist. Okay, aber das Ding kann nichts. Die AI ist zu dumm, mich anzugreifen. Bye, bye. Oh, Giflor. Woo! Woo, 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 woo. Ein Giflor, Leute. Giflor ist ein sehr tolles Pokémon. Kann ich euch eigentlich alle nur empfehlen, actually. Ist sehr, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Es ist nur nicht gut, wenn es gegen mich kämpft. Lockduff. Er setzt nicht ernsthaft Lockduft ein. Der Siegel immer. Oh Gott, warum? Ist so dumm. But okay. Okay. You're going down, 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 down. Nach unten. Nicht nach oben, nein, nach unten. You're going down. Boy, boy, see you later. Was hast du noch? Kramurx. Und nicht Flug. Mhm. Hi, Kramurx. Hey, Giovanni! Ja, ja. Schon klar. So, hau ab. Nachtnebel. Oh, oh. Ouch. Oh, das macht viel. Überlebt's? Nope. Bye bye. Level 33! Für Amphi. Ich merke erst jetzt, Amphi hat richtig viele KP. Das darf nicht wahr sein. Ich habe mich so angestrengt und dennoch verloren. Mike, richtig? Ein Knaps wie du weiß den Glamour von Team Rocket nicht zu schätzen. Eigentlich schade. Mir imponiert deine Stärke. Mhm. Okay. So, ich vermute, meine wir auch noch mal kämpfen. Aber uns geht's actually gut. Aber ich will vielleicht die Reihenfolge ändern. Machen wir daraus ein Piece of Cake. Lassen wir Red einfach mal antreten. Hallo! Oh, du bist so weit gekommen? Du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen die Radiostation zu annektieren und unsere Rückkehr bekannt zu geben. Das sollte unseren Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzukehren. Wir werden unseren früheren Ruhm wiedererlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Du bist also die Wurzeln alles Übels. Apropos, Wurzeln alles Übels. Giovanni, der Boss von denen, hat keinen Bock anscheinend auf die. Und ich glaube nicht, dass er euch hören wird, nachdem ich dich besiegt habe. Und dann hau ich alle ab. Tschüss, tschüss. Und dann gibt's nie wieder Giovanni. Dann war's dann. Producer, interessanter Sprite von dem Ding. Aber gut, dass ich genau in dem Moment ein Wasserpumpe reingetan habe. Das war nicht mal geplant. So, bitte keine Finale-Einsätze, ne? Nein, 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 keine Finale. Ich möchte nicht haben Finale, das nicht, okay. Ciao, wie. Oh, 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 Raufwacke, okay, gut. Bye, bye. Oh, Rundemon ist ein gutes Pokémon. Sieht sehr aggressiv aus in dem Sprite, finde. Warum habe ich übrigens keinen Level bekommen? Oh, das macht sehr viel Damage. Nein, Skill leben. Nein, oh, Smog. Oh, nö, jetzt vergifte mich doch nicht.
Nein! Warum dauert Smog-Animation so lange? Okay, ich bin nicht vergiftet. Yes, ich treffe und du bist hoffentlich down! Level 35, Alter! Er kann was! Aber Wasser-Pokémon sind so oft in dieser Gen. Feuer-Pokémon können die nichts. Ja, Gen 4 sagt sich dann so, Feuer-Pokémon kennen wir nicht. Außer bei den Starter. Oder Polite. So, bye bye! Der war easy. Keiner. So, diddle-diddle-diddle-bam! Nein! Vergib mir, Giovanni! Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen! Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Wie Giovanni werde ich Team Rocket hier und heute auflösen. Leb wohl. Yay! Mike, vielen Dank. Dein Wagemut hat alle Pokémon dieses Landes gerettet. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nimm dies. Oh, Silberflügel. Früher stand genau hier in Dukatia City ein Turm. Aber er war alt und baufällig. Also haben wir dort die Radiostationen errichtet. Beim Abriss fanden wir dies auf der Spitze. Man sagt, riesige Pokémon flogen früher über Dukatia City. Vielleicht hat ein Pokémon diesen Gegenstand verloren. Ähnlich wie jenes, das bei den Strudelinseln nahe bei Anemonia City auftaucht. Okay, ich muss in mein Büro zurück. Bye bye. Und damit haben wir den Radioturm gerettet. Wuhu! Und ab der nächsten Folge führen wir unser Abenteuer weiter. Oh, mein süßer Retter. Nimm dies als Zeichen meines Dankes. Rosa Band? Item-Taste. Was? Was? Rosa Band? Was ist denn das? I wanna know what that is. Ja, ich will wissen, was das ist. Deshalb schmeiß ich jetzt einen X-Treffer weg. Gib her, du Olle, ich will wissen, was das ist. Ich will ein rosa Band. Was wird das nur können? Für Pokémon mit Normalattacken ist das genau das Richtige. Ah, Normalattacken, sagst du? Mhm. So, so. TM11 bekommt man hier noch. Sonnentag.